Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Resident Evil 7. Ja, unser Horrorspaß geht natürlich weiter. Wir alle sind heute mal scharf in den Kühlschrank zu gucken, weil dieser Yankee uns ja gesagt hat, da würde eine Menge Spaß auf euch warten. Gucken wir doch einfach mal. Hallo. Wow, das nenne ich einen Kopf. Alter, was ist das denn? Da hängt was dran. Heiliger Scheiße. Gut, ich brauche Munition. Kann man das Ding irgendwie knacken? Das ist echt schade. Gut, ich muss die Pistole wieder mitnehmen. Die defekte will ich aber nicht. Ich will die hier haben. Da müssen wir mal gucken, haben wir irgendwo noch so ein bisschen... Warte mal. Flüssigkeit mitnehmen. Kombination, Munition. Spaltmittel. Was können wir denn damit machen? Mal gucken. Ah, okay. Verstehe. Psychotikum, das können wir den Arm lassen wir jetzt erstmal hier. Da warten wir erstmal, bis wir die wieder gerettet haben. Was können wir denn mit der defekten Pistole machen? Kraut. So, ich habe nichts, um mich zu heilen. Jetzt müssen wir mal eben gucken, ob wir hier irgendwas haben. Verteidigungsmünze. Versorgungskiste. Ich habe keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Wahrscheinlich öffnen können, weiß ich nicht. Gut, lassen wir es erstmal. Das geht wieder mit rüber. Brenngranaten brauche ich erstmal nicht. Munition habe ich genug dabei. 21 Schuss, so, ich gucke mal erstmal. Wo muss ich überhaupt lang? Der hat gesagt Schlachtkammer. Wo soll das sein? Ich habe immer noch keine von diesen Kärtchen hier, die man da reinstecken kann. Welcome to Paradise. Gehen wir mal zurück. Irgendwo finden wir schon was. Wenn mich nicht alles täuscht, war die Schlachtkammer doch unten, oder? Oder bin ich hier falsch? So, ich hätte gesagt, das wäre hier gewesen. Ist aber auch nicht so, wie es ausschaut. Einen Schuss habe ich. Egal, was jetzt kommt oder mich versucht zu erschrecken, das kriegt es aber so richtig. Loot hier drin, der respawnt nicht, das ist echt schade. Omi! Du wieder hier? Warum stellen sie dich eigentlich überall ab? Das würde mich gerne mal interessieren. Du bist ja keiner Seele was. Deswegen brauchen wir auch nicht großartig auf dich schießen. Scheiße, was ist das denn? Oh oh. What the fuck? Wenn das jetzt öfters vorkommt, habe ich ein echtes Problem. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer krabbelt da mein Häuschen? Wer krabbelt da durch mein Häuschen? Die Tür.
Ach, nein. Boah. Schön tief rein. Das würde eigentlich gar nicht gehen. Zwecks Wirbelsäule. Schlangenschlüssel, ja hallo. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Ja, herrlich. Scheiße. Verdammte Scheiße. Schlangenschlüssel, das. Mach die scheiß Tür auf! Oh. Das pfeifen wir uns erstmal direkt rein. Der gute Launemacher. Zwei Schuss nur? Wollt ihr mich verarschen? Das kann was werden. Oh, sehr gut. Könnte wahrscheinlich noch jede Menge kommen. Hier ist einiges versteckt. Wusste ich gar nicht. Antike Münze, da ist noch was. Los, weg hier! Oh mein Gott! Helmut, bist du es? Falsche Tür eingebogen. Ich gehe aus dem Keller raus, das reicht mir jetzt erstmal. Ich bin fertig mit den Nerven. Erstmal speichern. Was drin? Oh, Tatsache. So, jetzt wollen wir erstmal kombinieren. Steroide, was bringen wir dir eigentlich? Von dem Punch-Zeug habe ich nichts mehr hier. Das ist echt schade. Der Krähenschlüssel kann weg. Ich würde sagen, das ganze Kraut lassen wir mal hier. Damit können wir uns auch regenerieren. Ein rüber. Munition. Lassen wir es erstmal dabei. Komm, speichern. Neuer Spielstand. Ach du Scheiße. Jetzt kommen nur noch die Großen, das gibt's doch nicht. Er steht doch mal auf. Nee, er stirbt.
Oh oh. Alter Wichskröte. Schau, meine Freunde, ich brauche Munition, sonst wird das nix. Was ist mit den Steroiden? Können wir uns die mal reinpfeifen? Da geht dir glatt einer ab. So klein wurde der. Kowuki-Lunch, was haben wir denn da Schönes? Da gab es aber zwei Türen, soweit ich weiß. Jetzt gucken wir erstmal hier. Omi, du schon wieder. Selbe Uhrzeit wie alle anderen? Unten gab es eine aktive Uhr. Jetzt gehen wir erstmal gucken. Wenn die überhaupt noch funktioniert. Ich denke mal, hier haben wir das rausgenommen. Okay, 21:45. Hallöchen. Noch ein Dietrich. Haben wir ihn rausgenommen? Ja. Hm. Die sieht ja mal stark aus. Schatzfoto. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich weiß, wo ich noch eine Tür öffnen kann. Da brauche ich aber den Krähenschlüssel für. Das machen wir jetzt mal eben. Bevor hier gleich neue Viecher spawnen. Das war nämlich genau ums Eck hier vorne. Da summt wieder mein Handy. Irgendeiner gibt mir ein WhatsApp auf den Sack. Hab ich jetzt keine Zeit für. So. Krähenschlüssel. Den brauchen wir. Jetzt gehen wir mal ein Türchen weiter. Wo dieses kleine Wohnzimmer hier vorne war. Da meine ich mich zu erinnern, war hier vorne eine Tür, geradeaus und dann links. Krähenschlüssel, sag ich doch. Boah, ey, das ist die Knarre sogar. Granatwerfer. Ja. Oh, hier gibt's sogar Munition. Guck mal, das trifft sich doch gerade mal. Warum nicht? Schießpulver. Knetpaste. Ich habe nichts, um es zu kombinieren. Was ist das überhaupt? Das ist Flintenmunition. Haben wir das Ding nachgeladen? Natürlich nicht. Ich denke mal, den Flammenwerfer werden wir erstmal sowieso nicht gebrauchen. Dann nehmen wir uns erstmal den Granatwerfer für. Nützlich bei den großen Viechern ist das Ding sowieso nicht. So eine schöne Kalaschnikow wäre jetzt auch nicht schlecht. So, Flammenwerfer geht in die Kiste. Die Münze geht in die Kiste. Brennpaste ab in... Ne, warte mal, die können wir noch gebrauchen. Die stecken wir uns mal ein. Die Flüssigkeit ebenfalls. Brennstoff nochmal. Kombinieren. So, der
Krähenschlüssel kann wieder weg. Schatzfoto ebenfalls. Gut, jetzt holen wir uns den Granatwerfer. Testen wir das Ding gleich mal. Ist natürlich nicht schlecht. Lecco mio. Boah, guck dir das Gerät an. Der Shepard, sag ich dir. Jetzt gehen wir mit diesem kleinen Schacht wieder zurück. Sofern das davor noch offen ist. Aber die Viecher sollten jetzt an sich tot sein. So, wir mussten nach oben. Aber auf kurze Distanz will ich damit nicht schießen. Verliere ich gleich alle Gliedmassen. So, Omi. Hier haben wir alles durch. Gibt es hier noch was, was ich einstecken kann? Nicht, wa? Dann gehen wir mal in den Geheimgang unter dem Bett. Omis Versteck. Das muss richtig stinken hier vorne. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Hallo. Rote Zugangsdate. Jawoll. Verbesserte Pistolenmunition. Was kann ich denn wegschmeißen, sag mal? Gar nichts, wa? Schlangenschlüssel brauche ich noch. Mal das Rad. Das hätte ich ablegen können. Mist! Obenrum kann ich nicht mehr. Das geht nicht. Ah, guck mal hier, jetzt weiß er, wo ich rauskomme. Das ist dieser Pumpraum wahrscheinlich, wa? Ja. Jetzt gehen wir aber nicht mehr hier lang, wir gehen jetzt hier vorne wieder raus. Scheiße. Hätte ich mir auch irgendwie denken können. Mach doch die scheiß Tür auf, sag mal. Hallo. Guck mich an, Alter. Du willst nicht? Kein Problem. Bam, Rockzock ist die Fresse dick. Der lebt immer noch. Guck dir das an. Wow! Das kannst du never überlebt haben. Guck dir den Penner an. Halt bloß Abstand von mir, ich sag's dir. Ich geh ab, Alter. Ich grad sagen, nach zwei Schuss musst du aber mal liegen bleiben. Der ist durchgeglitscht. Da wird der Hund in der Fahne verrückt. Halli, Hallöchen. Das war vorher noch nicht. Irgendwo wartet gleich so ein schmieriger Gülle-Golem auf mich. Endlich mal ein heller Raum hier. Es ist kaputt. Wie kannst du das wissen, ohne gespielt zu haben?
Alles vorhanden, nur nicht das, was ich suche. Was soll ich hier überhaupt drin? Das konnten wir aufschließen, aber sonst gibt's hier gar nichts, wa? Oh. Da ist ja Dietrich drin. Guck mal, ein Knöpfchen. Hallo. Schon wieder so ein Videotape. Nicht genügend Platz, was können wir denn mal entsorgen? Ich muss dieses Scheißteil endlich mal hier loswerden. Wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen. Dieses komische Rad hier aus dem Inventar rausnehmen. Ich könnte, wenn ich hier vorne weitergehe, hier runterspringen und dann bin ich auch direkt wieder in der Kiste. Wow! Wow, 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 wow! Manchmal frage ich mich, wo die Viecher herkommen, und er steht nochmal auf. Hey, hier bleiben, Johnny. Johnny. Junge, da platzt dir der Hinterkopf, ich sag's dir. Ist noch einer. Na gut, wenn man genau trifft, dann hat sich das. So, Rad weg. Bloß weg damit. Jetzt speichern wir nochmal eben ab. Ach, was will ich denn mit dem scheiß Telefon? Neuer Spielstand und los. So, meine Freunde, leider endet unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 7. Es bleibt spannend. Bis die Tage.